Als ich noch Synodaler war, das ist nämlich bis Ende 2019 gewesen, habe ich den Bericht aus dem Landeskirchenamt viel zu wenig gewürdigt. Nach dem perspektivisch und programmatisch umfassend angelegten Bischofsbericht war ich in meiner Konzentrationsfähigkeit doch schon leicht heruntergefahren und schweifte in meinen Gedanken gelegentlich etwas ab, besonders wenn der nun kommende Bericht auch die aus meiner damaligen Sicht manchmal trockenen Fachmaterien erschöpfend behandelte. Dann tat es mir gut, wenn ich in der mündlichen Erläuterung auf die Schwerpunkte der Arbeit des Landeskirchenamts und des Landeskirchenrats hingewiesen wurde und vielleicht noch die ein oder andere neueste Aktualisierung entgegennehmen konnte. Und heute werde ich aufgrund eines Perspektivwechsels versuchen, Ihnen den Bericht aus Landeskirchenamt und Landeskirchenrat nahezubringen. Mit Respekt und Bewunderung für die Leistungen meiner neuen Kolleginnen und Kollegen aus dem Landeskirchenamt und meiner lieben Vorgängerin im Amt, Brigitte André, und für die konzentrierte und weitsichtige Arbeit des Landeskirchenrats. Mit Staunen über die Vielfältigkeit und die Lebendigkeit kirchlichen Lebens, das sich in diesen Leistungen und dieser Arbeit widerspiegelt und eine so große Bandbreite an Aktivitäten und Projekten hervorgebracht hat, und mit Anerkennung und Dankbarkeit dafür, dass aus allen Dezernaten und Referaten gründlich und ausführlich und unter großem Arbeitseinsatz Zuarbeiten für diesen Bericht erfolgten, die meine scheidende persönliche Referentin Frau Dr. Redeker redigiert und sorgfältig zusammengefügt hat. Ich darf an dieser Stelle anmerken, dass der Bericht auch für mich selbst von großem Nutzen war, um einen Überblick über meinen immer noch neuen Arbeitsplatz mit all seinen Arbeitsfeldern zu bekommen. Das war insoweit praktisch, dass die Erstellung des Berichts gleich in die Anfangsphase meiner beruflichen Neuorientierung kam. Und eins kann ich ja offen sagen, da ich erst im September 2021 mein neues Amt übernommen habe und daher nicht im Verdacht stehen muss, meine eigene Arbeitsstelle unnötig positiv zu bewerten. Ich kann nämlich sagen, das Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland ist an allen Standorten gut aufgestellt und mit kompetenten, engagierten und hilfsbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt. Das war jetzt nicht abgesprochen, das war spontan. Vielen Dank. Und das ist übrigens nicht zuletzt ein Verdienst von Brigitte André, die dieses Amt bis Ende Juni dieses Jahres geleitet und der EKM deutschlandweit, besonders im kirchlichen Kontext, hohe Anerkennung und den Ruf einer zeitgemäß, fantasievoll und nachhaltig handelnden Kirche eingebracht hat. Das habe ich zu meinen Zeiten als EKD-Synodaler und als leitender Jurist in der Landeskirche in Braunschweig immer wieder zu hören bekommen und ich war auch durchaus stolz darauf. Dass ausgerechnet das Ausscheiden von Brigitte André in der ersten Fassung der Drucksache 3.1 unter Ziffer 9 fehlte und ebenso der Ruhestand von Propst Christoph Hackbeil als Regionalbischof des Propstsprengels Stendal-Magdeburg zum 1. Oktober 2021 ist hoffentlich kein Indiz für einen Qualitätseinbruch in der Arbeit des Amtes aufgrund der Aufnahme der Tätigkeit eines noch unerfahrenen Präsidenten, dem übrigens auch sein eigener Amtsantritt offenbar zunächst nicht berichtenswert erschien. Naja, immerhin war er dabei. So liegt der schriftliche und ausführliche Bericht Ihnen nun vor. Er beginnt mit der Entwicklung des kirchlichen Lebens und endet mit den oben erwähnten Personalnachrichten und umfasst insgesamt 9 Kapitel. Schon im ersten Kapitel ist den derzeit drängendsten Themen kirchlicher Arbeit Raum gegeben, dem Ehrenamt, dem Umgang mit sexualisierter Gewalt, der Digitalisierung und den Herausforderungen der Corona-Pandemie. Unter dem Titel Kirche und Gesellschaft können Sie lesen, dass unsere Landeskirche in der Öffentlichkeit Mitteldeutschlands präsent ist und wie sie präsent ist, von der Buga bis zur Betreuung afghanischer Geflüchteter. Im dritten Teil folgen Ökumene und interreligiöser Dialog, im vierten die Bildungsverantwortung mit Schulen und weiteren Themen, im fünften die Personalverantwortung mit Schwerpunkten in der Pfarrausbildung und der Personalentwicklung. Besonders hingewiesen sei auch auf die Einführung des Interimsdienstes in Kirchengemeinden und die dazu verfasste Arbeitshilfe. Im sechsten Kapitel folgt ein Überblick über Rechtsetzungsvorhaben zur Fortentwicklung der kirchlichen Ordnung in der Gesetzgebung, wovon Ihnen das eine oder andere bekannt vorkommen dürfte, weil Sie schon damit befasst waren oder auf dieser Tagung damit befasst werden. Abgerundet wird dieses Kapitel von den Stiftungen und dem Archivwesen. Zu Finanzen, Bau und Grundstücken finden Sie im siebten Kapitel Ausführungen, unter anderem zur Anlagerichtlinie, zur Anlage kirchlichen Vermögens,
zu den Leitlinien der Gebäudekonzeption und zur Entwicklung der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig in Zusammenarbeit mit der Landeskirche Sachsens, bevor im 8. Kapitel die Entwicklung im Landeskirchenamt selbst thematisiert wird. Schwerpunkte: Dezernatsumbau, Bildung und Gemeinde, der IT-Bereich wie immer und die Corona-Regeln im Landeskirchenamt. Sie konnten den Bericht lesen, hoffe ich, sodass ich auf die Einzelheiten gar nicht groß einzugehen brauche. Ich bin von dem Bericht vermutlich ähnlich beeindruckt wie Sie. Von dem Berichtszeitraum habe ich nur die letzten 2 Monate im Amt miterlebt und diese Zeit brauchte ich auch, um zu verstehen, wovon ich eigentlich berichte. Eigene Aktivitäten, die unsere Kirche vorangebracht hätten, sind bei mir noch nicht allzu viele dabei. Aber ich hoffe immerhin, dass der Wechsel in der Leitung des Landeskirchenamts nicht allzu störend für die Arbeit des Landeskirchenamts war. Ja, anderes Thema. In der Vorbereitung dieser Synodaltagung habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass unsere Landessynode präsentisch tagt. Das sah bis vor nicht allzu langer Zeit auch nicht allzu problematisch aus. Seit Anfang November sehe ich, wie Sie alle auch, mit großer Sorge auf die dramatische Entwicklung der Corona-Zahlen im Gebiet der EKM. Und ich mache mir auch Sorgen um Ihre und um unsere Gesundheit. Gleichwohl bin ich der Auffassung, dass unsere Kirche diese Tagung in Präsenz braucht. Die Landessynode ist beschlussfähig, das sieht man deutlich. Und ich möchte Ihnen meine Anerkennung aussprechen, dass Sie sich trotz aller Bedenken auf den Weg nach Erfurt gemacht haben. Ich habe aber auch Respekt vor allen, die nach sorgfältiger Abwägung sich dafür entschieden haben, nicht persönlich teilnehmen zu wollen. Warum tagen wir denn nicht digital? Wir haben es doch schon 2-mal getan. Aber das ist es eben gerade. Die Synode ist neu gewählt worden. Sie hat noch nie präsentisch getagt. Etwa die Hälfte von Ihnen oder sogar mehr sind erstmals in die Landessynode gewählt worden. Längst nicht alle von Ihnen kennen sich persönlich. Die regulären Arbeitsabläufe sind Ihnen noch nicht vertraut. Informelle Gespräche, Randinformationen und Abstimmungen untereinander bleiben im Digitalformat auf Gruppen solcher Synodaler beschränkt, die bereits miteinander bekannt sind und in Verbindung stehen. Das verhindert die Integration der Neuen. Ich will Ihnen nichts unterstellen, aber ich bin lange genug Synodaler gewesen, um mir vorzustellen, wie diese Digitaltagungen auf mich gewirkt hätten, als ich 2004 neu war in der Synode. Für mich war nämlich alles neu und gewöhnungsbedürftig und manches sogar fremdartig im Prozedere einer Landessynode. Ich verstand viele Abkürzungen und Schlagwörter nicht und kannte bei vielem auch die Hintergründe nicht. Es gab ein großes Informationsdefizit gegenüber den länger Gedienten und sowieso gegenüber den Hauptamtlichen. Es hat lange Zeit gebraucht, bis ich durch Zuhören, Nachfragen und Erfahrungen in der Lage war, die Tragweite synodaler Entscheidungen abzuschätzen. Ohne Präsenztagungen wäre es mir vermutlich nicht möglich gewesen, mir die Themen zu erschließen und mir darüber klar zu werden, was hinter der einen oder anderen Frage oder Bemerkung im Plenum stand. Mit anderen Worten, die notwendige Angleichung der Faktenkenntnis gegenüber anderen Synodalen und insbesondere auch gegenüber dem Landeskirchenamt wäre ausgeblieben, und meine Diskussionsbeiträge wären an der Oberfläche geblieben oder am Problem vorbei ins Leere gegangen. Und in dieser Lage war ich sicherlich nicht der Einzige. Die Synode hätte strukturell aufgrund dessen in der Sache wenig ausrichten können. Das Landeskirchenamt hätte mit seinem Informationsvorsprung durchregieren können und wohl auch müssen, weil es gerade bei Zeitdruck nicht auf die Synode hätte warten können. Letztlich wäre die Funktionsfähigkeit der Landessynode, immerhin eines Verfassungsorgans der Landeskirche, durch eine neuerliche Digitaltagung gefährdet. Und insbesondere die in der evangelischen Kirche so wesentliche Mitbestimmung des kirchlichen Lebens durch die Basis aus Kirchenmitgliedern und Kirchengemeinden wäre gestört gewesen. Kein Landtag würde sich übrigens ein vergleichbares Demokratiedefizit leisten wollen, weshalb auch kein Landtag digital tagt. Ich wäre wohl nach 2 Digitaltagungen gleich zu Anfang einigermaßen demotiviert gewesen. Vielleicht wäre ich nach einer Wahlperiode wieder ausgeschieden. Und dabei wäre ich es doch gewesen, der mit meinen Erfahrungen aus der Magdeburger Paulusgemeinde und meinem Wissen aus dem Kirchenkreis Magdeburg in der Landessynode erzählen und auf Lösungen hinwirken sollte, die auch in meinem Kirchenkreis und meiner Gemeinde passen und tragfähig sind. Und das, liebe Synodale, ist für mich ein besonders schwerwiegender Grund, der in der Abwägung gegen alle Bedenken nach meiner Auffassung unser Zusammentreffen rechtfertigt. Es sind schwere Zeiten, nicht nur für die Ebene der Landeskirche, die ressourcenmäßig auch in der Pandemiezeit gut aufgestellt ist, sondern für die mittlere Ebene und besonders für unsere Kirchengemeinden,
die ihre Gottesdienste nicht mehr regelmäßig und fröhlich feiern können, deren Kirchenmusik eingebrochen ist, deren Jugendgruppen nach einigen digitalen Versuchen eingeschlafen sind, deren alte Menschen sich nicht in die Gemeinderäume trauen und die die Konflikte zwischen Geimpften und Impfskeptikern aushalten müssen und auch ausgleichen müssen, auszugleichen versuchen. Die gleichzeitig als Verunsicherung über die wirtschaftliche Lage und das Leid der Menschen, die Angehörige in der Pandemie verloren haben, aushalten müssen. Das alles lastet auf den Kirchengemeinden. Und Sie als Synodale sind das Band, das die Ebene der Landeskirche mit der Ebene der Kirchenkreise und Gemeinden zusammenhält. Sie berichten und erzählen die Dinge, die die Landeskirche und auch besonders das Landeskirchenamt wissen muss, um nicht abzuheben und nur solche Entscheidungen in die Welt zu setzen, die überall in der EKM, besonders die Kirchengemeinden in ihrer Situation und auch in ihrer Not unterstützen und ihnen das Leben nicht schwerer, sondern einfacher machen. Und ich will nicht, dass das Landeskirchenamt durchregiert, sondern ich will ihre Ansichten, ihre Voten und ihre Mitbestimmung. Zudem habe ich bei den digitalen Formaten vermisst, dass gerade auch die Landessynode eine geistliche Gemeinschaft, eine Gemeinde auf Zeit ist, die sich im geschwisterlichen Zusammenwirken gemeinsam um die Zukunft der Kirche sorgt. Und dieser Zusammenhalt in Gebet und gegenseitigem Beistand ist in der derzeitigen Lage wirklich wichtig. Und deshalb ist es im Ergebnis und trotz der gewichtigen Bedenken richtig, dass wir heute hier präsentisch zusammenkommen. Nochmal wieder zurück zum Bericht. Das Landeskirchenamt erstattet der Landessynode jährlich einen Bericht. So steht es in Artikel 63 Absatz 5 Satz 1 unserer Kirchenverfassung. Und ebenso erstattet der Landeskirchenrat der Landessynode gemäß Artikel 61 Absatz 1 Nummer 5 der Kirchenverfassung einmal im Jahr einen Bericht. Beide Berichte sind nach § 10 Absatz 1 Nummer 2 der Geschäftsordnung der Landessynode Gegenstand ihrer Verhandlungen. Und es hat sich ergeben, dass beide Berichte schon traditionell zusammengefasst und von der Leitung des Landeskirchenamtes in die Landessynode eingebracht werden, auch wenn der Vorsitz des Landeskirchenrats nicht im Landeskirchenamt, sondern beim Landesbischof liegt. Dieses Vorgehen ist sicherlich praktisch, weil die Zuarbeit für den Landeskirchenrat in den allermeisten Fällen durch das Landeskirchenamt geschieht und damit ohnehin vieles doppelt in beiden Leitungsorganen bearbeitet wird. Aber für einen unbefangenen Neuling, der ich ja immer noch bin, könnte der Eindruck entstehen, dass der Landeskirchenrat im Kontext des Landeskirchenamtes tätig ist und letztlich womöglich in seiner Bedeutung hinter dem Kollegium des Landeskirchenrates zurückbleibt und sich darauf beschränkt, einzelne Entscheidungen des Landeskirchenamts zu prüfen und ja zumeist gut zu heißen, nicht aber insbesondere konzeptionelle Entscheidungen für die Entwicklung des kirchlichen Lebens trifft oder die Grundsätze und Richtlinien für die Wahrnehmung der Aufgaben des Landeskirchenamts vorgibt, wie es Artikel 61 Absatz 1 Nummer 1 bzw. Nummer 6 bestimmt in der Kirchenverfassung. Wenn also der Eindruck entsteht, dass beide Leitungsorgane nicht nur unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen haben, sondern dabei auch noch in einem Über-Unterordnungsverhältnis zueinander stehen. Und wo wäre dann die Landessynode anzusiedeln? Als letzt- und allzuständige Verkörperung aller kirchlichen Gewalt, die vom Kirchenvolk ausgeht? Falls Sie als Synodale das so sehen, ist das ein Missverständnis. Denn Artikel 54 Absatz 1 der Kirchenverfassung sieht alle Leitungsorgane, auch den noch nicht erwähnten Landesbischof, von hier aus sei ihm noch mal gute Besserung gewünscht, in arbeitsteiliger Gemeinschaft und gegenseitiger Verantwortung zusammenwirken, ohne hierarchische Abstufung und ohne Allzuständigkeit eines einzelnen Leitungsorgans. Dass diese Fragen mal immer wieder der Erklärung bedürfen, hat sich in der letzten Synodalperiode gezeigt. Insoweit stellt sich mir, unabhängig, aber nicht trennbar von der Übung der Verknüpfung der Berichte des Landeskirchenamts und des Landeskirchenrats, die Frage, wie die Eigenständigkeit in gemeinsamer Verantwortung tätigen Leitungsorgane, ihre Gleichrangigkeit und ihre jeweils eigene Perspektive auf das kirchliche Leben innerhalb und außerhalb unserer Landeskirche offenbar bleiben oder werden kann. Und die Frage scheint mir erlaubt. Nun sehen Sie etwas Kleingedrucktes. Das sind Gedanken, die ich aufgeschrieben hatte, während ich den Bericht so geschrieben habe. Die will ich jetzt nicht alle im Einzelnen vortragen. Es wäre ganz schön, wenn Sie für die Ausschussarbeit das eine oder andere sich nochmal angucken. Aber der Bericht wird etwas kürzer, wenn ich das jetzt nicht laut vorlese. Aber ich wäre dankbar, wenn die Ausschüsse, an die üblicherweise dieser Bericht zur Beratung verwiesen wird, sich auch zu diesen Gedanken positionieren wollten. Zum Abschluss möchte ich noch einmal erstmals, ich habe es noch gar nicht gehört heute, auf die heutige Tageslosung aus Jesaja 50, Vers 10 hinweisen. Wer im Finstern wandelt und wem kein Licht scheint, der hoffe auf den Namen des Herrn. Das kann man auf die Finsternis im übertragenen Sinn beziehen
auf die Freiburger Studie zur Kirchenmitgliedschaftsentwicklung, auf die bevorstehenden Rückgänge der Kirchensteuereinnahmen, auf das zunehmende Unverständnis breiter Bevölkerungsteile über die Staatsleistungen zur Kirchenfinanzierung, auf die wachsende Bindungslosigkeit und Politikverdrossenheit in der Gesellschaft, auf die vielen despotischen und undemokratischen Regimes in Europa und vielen Teilen der Welt, auf die bevorstehende Klimakatastrophe und alle Not unserer Zeit und auf das Andauern der Corona-Pandemie. Worauf sonst könnten wir unsere Hoffnung gründen als auf den Namen des Herrn, auf Gott? Und dann ist unsere Arbeit, die Sie im Bericht des Landeskirchenamts und auch des Landeskirchenrats beschrieben finden, nicht vergeblich und im Finstern, sondern Ausdruck dieser Hoffnung. Und so möchte ich den Bericht auch gelesen wissen. Bei der Tageslosung kann man aber auch in norddeutscher Schlichtheit einfach an einen Leuchtturm denken, der den Schiffen tagsüber mit seinen zumeist rot-weißen Blockstreifen und nachts mit seinem hellen Licht den Weg weist. Vielleicht hätte sich folgende Begebenheit in der Nähe eines Leuchtturms anders zugetragen. Am 6. Juni 2018 vermeldeten die Kieler Nachrichten, dass die Bundesmarine ihre Korvette Erfurt aus einem Manöver in der Ostsee abziehen musste. Beide Schiffsschrauben seien offenbar bei einer Grundberührung beschädigt worden. Nun seien betriebsfremde Geräusche im Fahrbetrieb zu vernehmen. Die Erfurt musste daher zunächst in ihren Heimathafen Warnemünde zurückkehren und sodann durch den Nordostseekanal gebracht werden, um im Dock in Wilhelmshaven untersucht zu werden. Ich kann es verraten, längst ist alles wieder in Ordnung und am letzten Wochenende befand sie sich in Plymouth in Südengland. Es war also keine zweite Gorch Fock, was die Kosten betrifft. Und auch ihr Schwesterschiff, die Korvette Magdeburg, ist unbeschädigt und liegt dieser Tage in Warnemünde. Mögen diese Schiffe niemals als Kriegsschiffe eingesetzt werden. Auch unser Landeskirchenamt mit den Standorten Erfurt und Magdeburg und vielleicht auch unsere Landeskirche insgesamt hat im vergangenen Jahr seit Beginn der Corona-Pandemie so manches betriebsfremde Geräusch von sich gegeben. Es knirschte und krachte zuweilen in gewohnten Abläufen, Glocken verstummten, Gesang mit Masken klang dumpfer und manche Stimmen klangen schriller als sonst. Und gefühlte Grundberührungen hat es in der EKM auch gegeben. Aber im Gegensatz zu den Korvetten brauchen wir in unserer Kirche diese Grundberührungen immer wieder, auch wenn sie schmerzhaft sind. Nämlich Berührungen mit dem Grund, auf den unsere Kirche gebaut ist, mit dem Grund, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus, wie es im 1. Korintherbrief heißt. Und jedes Wandeln im Finstern, wenn wir kein Licht sehen, verursacht uns eine Grundberührung und wirft uns zurück auf die Hoffnung auf den Namen des Herrn. Und in dieser Hoffnung allein liegt unsere Kraft und in dieser Hoffnung wollen wir die Kirche, die Gemeinschaft unserer Kirche durch den Glauben in der Liebe wachsen lassen. Übrigens gibt es noch einen Unterschied zwischen den Korvetten Magdeburg und Erfurt und unserem Landeskirchenamt. Die Korvetten tragen deutlich sichtbar an ihren Rümpfen die Kennungen F-261 für Magdeburg und F-262 für Erfurt. Wenn unser Finanzdezernat, das bislang aus den Referaten F1 bis F5 besteht, Referate mit diesen Kennzeichen hätte, dann würde ich einschreiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.